Ja, jetzt war es also endlich soweit. Hier am Bremer Panzenberg kam man zum ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Und die erste Hiobsbotschaft gab es schon vor dem Spiel. Nein, das hier nicht. Das sind die zahlreichen mitgereisten Fans. Nein, das Zoom-Programm funktionierte bei der Kamera nicht. Und deshalb hier der erste Schuss von Dominik Hartmann. Konnten wir nicht richtig ansuchen. Ja, Spielanteile ganz klar auf der Seite der Domstadt-Elf. Aber dann wurde es doch mal brenzlig. Und zwar 18. Minute, die Bremer im Vorwärtsgang. Dieser Pass von Shakir und dann kann er den ganz einfach reinschieben. 1:0 für den Bremer SV, den Meister der Bremenliga und Pokalsieger und somit DFB-Pokal-Teilnehmer. Aber wie gesagt, auf Seiten von VfB Hildesheim die ganz klaren Ballvorteile. Trotzdem ärgerlich, dieses 1:0. Dann diese schreckliche Szene. Benny Plaschke prallt hier mit einem Spieler zusammen und konnte nicht mehr weiterspielen. Die Diagnose Rippenprellung und Lungenquetschung. Er musste dann in ein Bremer Krankenhaus gebracht werden, konnte allerdings abends wieder nach Hause fahren und deshalb hier Benny alles Gute und gute Besserung. Wir gehen in die zweite Halbzeit. 4 Minuten sind gerade gespielt und die Hildesheimer hatten sich einiges vorgenommen. Gerade auch für Benny jetzt natürlich noch dieses Spiel zu gewinnen. Das ist Omar Fahmy und Dominik Hartmann tankt sich da in der Mitte durch, sieht dann Philipp Rocker und er zieht ab. 1:1 am Panzenberg. Philipp Rocker macht es und hier sehen wir es nochmal. Klasse genommen und dann haut er den unter die Latte. Das verdiente 1:1 für den VfB 06. Ja, und dann springen wir schon in die 80. Minute, dann passierte nicht mehr viel. Hier die Bremer. Hier ist der Ball eigentlich schon weg. Dann rutscht er aus. Vorne ein Handspiel. Nochmal in die Mitte. Zumbel. Glänzend. Und dann kommt Christoph Lange und der Spieler springt hoch und der Schiri pfeift Elfmeter. Wie gesagt, wir können nicht ranzoomen. Wir wissen nicht, ob es einer war. Aber der fällige Elfmeter wird verwandelt zum 2:1. Wie schon bereits gelesen, für den Bremer SV. Kurz vor Schluss gab es dann nochmal eine Möglichkeit durch einen Freistoß von Christoph Lange. Und der ist nicht so schlecht, aber auch klasse Parade vom Bremer Torhüter. Omar Fahmy ist dann das letzte Mal im Bremer Strafraum und dann ist Schluss. Die Bremer jubeln. 2:1 gewonnen. Den Druck nicht richtig ausbauen können. Also, Konstellation ist jetzt wie folgt. Am kommenden Mittwoch spielt der Bremer SV beim TSV Schilksee und der TSV Schilksee, Fördekicker, wie sie sich nennen, sind dann am Samstag, 6.6. zu Gast bei uns im Friedrich-Ebert-Stadion. Und jetzt kommt noch das obligatorische Elfmeterschießen nach dem Spiel. Hier ist Sotirios Panagiotidis verschießt, aber auch der Bremer verschießt. Ja, also dieses Elfmeterschießen, hier haben wir es nochmal für den Schlichting, auch der verschießt. Gibt es deshalb, damit man natürlich hier bei Tor- und Punktgleichheit trotzdem einen Sieger hat. Hier das erste Tor für den Bremer SV. Christoph Lange für die Domstadt-Elf zum Ausgleich. Dann wieder der Bremer SV und Nils Zumbel kann parieren. Das ist Papadopoulos, die Führung. Nochmal Nils Zumbel gegen Maria und der letzte Schütze ist Jonas Jürgens. Damit das Elfmeterschießen gewonnen. Wenigstens etwas mitgenommen am heutigen Tag. Aber wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass Benny Plaschke bald wieder auf den Beinen ist. Also am Samstag, 6.6. ab ins Friedrich-Ebert-Stadion. 15 Uhr geht's los.